Das kleine Hirschkalb ist putzmunter und erholt sich prächtig. Nach dem Unfallschock päppeln Tierpflegerin Kim Kreklo und ihr Kollege Michael Delling den Kleinen liebevoll auf. Er bekommt alle 2 Stunden die Flasche mit spezieller Ersatzmilch zur Aufzucht von Hirschkälbern. Ja, er frisst sehr viel. Wenn es nach ihm ginge, würde er fast das Doppelte fressen wollen oder trinken wollen. Darf er natürlich nicht, das würde seinem Wachstum nicht so gut tun. Aber ja, wenn er könnte, würde er gerne. Hirschkühe sind empfindlich auf Störungen und fremde Gerüche. Deshalb würde die Mutter des jungen Tieres ihn nach der unfreiwilligen Trennung nicht mehr annehmen. Ja, also der nimmt natürlich die Gerüche von mir und meinen Kollegen wahr, dass wir für ihn immer diejenigen sind, die auch die Milch vorbeibringen und ja so gesehen dann auch die Elterntiere sind. Das wäre natürlich in freier Wildbahn dann die Mutter, die er dann vom Geruch her erkennen würde. Und hier sind wir das eben halt. Der Kleine braucht alle 2 Stunden die Flasche, auch nach Feierabend und am Wochenende. Deshalb kommt das Hirschkalb mit zu den Tierpflegern nach Hause. Viel Arbeit für die Pfleger. Man stellt sich das immer so einfach vor und natürlich sind Jungtiere immer niedlich und man macht es sicherlich gerne, keine Frage. Aber man darf nie vergessen, dass es eben auch sehr, sehr aufwendig und anstrengend sein kann. Gerade so ein Jungtier, das ist natürlich nicht stubenrein, das macht überall hin. Alle 2 Stunden auch nachts aufstehen, die Flasche geben, bei manchen Tieren sogar jede Stunde. Das ist schon relativ anstrengend. Aber auch eine besonders schöne Aufgabe und besonders ist auch das Fell des Kleinen. Es ist schwarz. Einen Namen hat er noch nicht, da er erstmal richtig fit werden muss. Man sagt immer 3-3-3, 3 Tage, 3 Wochen, 3 Monate. Das sind so die 3 Klippen, die ein Jungtier nehmen muss. Und wenn es die 3 Monate geschafft hat, dann atmet man meistens so als Tierpfleger auf, weil man dann doch so mit 80% sagen kann, dass das Tier auch groß wird und gesund wird. Sobald sich der junge Dammhirsch gut erholt und entwickelt hat, kann er zu seinen großen Kollegen ins Altonaer Wildgehege ziehen. In etwa einem halben Jahr können die Besucher den Hirsch dann jederzeit beobachten.